Diese und auch viele weitere Bewerber möchten in Zukunft die Sendungen von Stuttgarts Online-Sender StugiTV präsentieren. Rund 20 Kandidaten haben sich im Rahmen eines Moderationscastings einer fünfköpfigen Jury vorgestellt. Genauso wie Ramona. Also ich bin ein bisschen aufgeregt, ja, aber ich glaube, das ist normal und auch gut so. Aber hauptsächlich freue ich mich auch schon drauf. Zuerst stellen sich die Kandidaten einer Jury bestehend aus Journalisten und Kommunikationsexperten vor. Anschließend geht es ins Quiz, in dem das Allgemeinwissen rund um die aktuelle Themenlage in Stuttgart abgefragt wird. Ramona hat ihren Slot hinter sich. Und wie war's? Also jetzt so nach dem Casting geht's mir sehr gut. Ich bin noch ein bisschen restaufgeregt, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen Adrenalin in mir. Aber alles in allem war es ganz gut. Also es war eine schöne Atmosphäre, muss ich sagen. Also dadurch, dass es halt sehr entspannt ist, also es nimmt schon ein bisschen die Aufregung, sage ich jetzt mal. Die Leute von Stugi oder das Team ist super nett, super sympathisch. Für die Programmplanung von StugiTV spielt das Moderationscasting, das auch in diesem Jahr erneut im Hilton Hotel in Bad Cannstatt stattfand, eine zentrale Rolle. Der Stellenwert von diesem Moderationscasting ist für uns sehr hoch, weil wir hier die Gesichter des nächsten Jahres für StugiTV suchen, also die Personen, die uns nach außen hin präsentieren. Und auf was achtet die Jury bei den Teilnehmern? Ja, gutes Auftreten, eine gute Sprache, natürlich auch Schlagfertigkeit, das ist ganz wichtig. Und wie schätzt Ramona ihre Chancen ein, zukünftig Moderatorin bei StugiTV zu werden? Oh Gott, das ist total schwierig einzuschätzen. Ich vertraue jetzt einfach mal auf ein bisschen Glück, dass ich zumindest noch in die nächste Runde komme. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Spätestens im Jahr 2019 werdet ihr die neuen Gesichter von StugiTV im Programm entdecken können. Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen.